Willkommen in unserem Labor. Ups, der Professor hat ein wenig Staub aufgewirbelt. Was hat dieser verschlagene Hausmeister vor? Dieser Laptop sollte nicht angefasst werden. Mr. Harm hat etwas Schlimmes getan. Ja, ich hab's gefunden. Jetzt ist Mami Longlegs aus der virtuellen Welt entkommen. Und das sind Rosie und ihr Freund Jamie. Vor kurzem hat er sich von Huggy Wuggy in einen Menschen verwandelt und spielt jetzt mit einer Playstation. Rosie hat verloren, aber sie hat immer noch Popcorn. Ups, er hat sich wieder in ein Plüschmonster zurückverwandelt. Eine VHS zeigt, was zu tun ist. Mach sie an, schnell! Oh nein! Mami hält den Professor gefangen. Was will sie denn? Toller Tipp, Doc. Geh ins Labor. Großartig. Die Freunde sind bereits vor Ort. Wir fragen uns, wann sie den Professor sehen werden. Sieht aus, als hätte Rose ihn bemerkt. Aber Huggy ist mit anderen Dingen beschäftigt. Wow, der Wissenschaftler hat ein Geheimnis. Einmal hat er eine einzigartige Strahlenkanone entwickelt, die alles Böse gut macht. Cool. Das ist es, was Rose und Huggy brauchen, um Mami zu besiegen. Aber wie bekommen sie sie? Sie brauchen eine Fernbedienung. Funktioniert das Ding? Ups, das Experiment ist fehlgeschlagen. So ist es viel besser. Los geht's! Mr. Harm ist schon da. Auf geht's! Hey, sucht ihr nicht das hier? Eine kleine Aufgabe und dieser blaue Arm ist dein. Alles ist ganz einfach. Die Freunde müssen ihre Spinde dekorieren. Rose hat schon angefangen. Und was ist mit dem Ungeheuer? Schreibt unten in die Kommentare, wie er den Spind dekorieren soll. Unglaublich! Rose ist eine tolle Designerin. Es sieht glamourös und einfallsreich aus. Und wie kommt Huggy voran? Nicht gut. Mami Longlegs hat das Monster gefunden. Es ist Zeit, rauszukommen. Vergesst den Arm nicht. Sieht aus, als wäre Mr. Harm verängstigt und verletzt. Rosie und Huggy waren erfolgreich und haben eine super Hand mitgebracht. Aufmachen! Wahnsinn, es hat geklappt. Einen Moment mal. Was sind das für Cocktails? Das sind die Teleportationsdrinks. Damit bekommen wir die zweite Hand. Wow, ist das Mami? Wie gruselig. Aha, verängstigt? Kein Grund zur Panik. Hier, probiert es aus. Los, zieh es an. Und schau mal da. Eine Aufgabe, in der seltsame Würfel vorkommen, ist gar nicht so einfach. Schauen wir zu. Die Freunde sind verwirrt. In jedem Block ist ein Schlüssel versteckt. Wenn sie alle drei gesammelt haben, können sie einen geheimen Koffer öffnen und die zweite Hand holen. Genial, Rosie. Huggy, du bist nicht im Schönheitssalon. Die Zeit läuft ab und Harm hat kaum mehr Geduld. Ich habe den ersten. Wow, sieh dir dieses Gelee an. Wie lange wollt ihr noch rumspielen? Holt Löffel.
was für ein leckerer Test. Und hier ist der zweite Schlüssel. Trinke fast einen ganzen Ozean Limonade, um den Schlüssel zu bekommen. Erledigt. Sie müssen dem Lehrer die Schlüssel geben. Was macht ihr denn da? Aha, es waren drei und jetzt ist da noch einer. Oh, wie aufregend. Bingo, Rosie hat die Hand bekommen. Sie müssen jetzt aber rennen, denn Mami Longlegs ist ihnen dicht auf den Fersen. Perfekte Spiegelverkleidung. Der Professor ist hungrig geworden. Er brät einen Laser-Hotdog. Die Freunde sind so laut. Ups, vorsichtig. Naja, versuchen wir es. Ja. Was ist denn hier los? Huggy macht kein kulinarisches Rennen. Und er hat Doc daran erinnert, wo er noch eine Hand vergessen hat. Ja, genau. Oh nein, nicht der Laser. Im Poppy Playtime Café haben die Freunde eine neue Aufgabe bekommen. Pfoten weg. Zuerst müsst ihr das Glücksrad drehen. Du bist dran. Ich bin bereits ein Risiko eingegangen und wäre fast in die Luft geflogen. Es gibt also keine anderen Möglichkeiten. Die beiden wissen, wie man damit umgeht. Ups, Rosie hat verloren. Wie schade. Nun, dreh das Rad. Igitt, Brokkoli. Der riecht ja furchtbar. Und wie schmeckt er? Noch schlimmer. Das ist es, was hier passiert. Huggy hat den Richter bestochen. Die arme Rosie. Oh, Mami. Es war nur ein Albtraum. Oder doch nicht? Sie haben die Herausforderung gemeistert und haben die Hand bekommen. Lasst uns weiterlaufen. Möchten Sie das Rad drehen? Nein, Longlegs hat ihre eigene Spezialität. Sie kocht etwas sehr Ungewöhnliches. Eine beeindruckende Zusammenstellung von Zutaten. Igitt, das ist ungenießbar. Ach, was soll's. Hey, was ist das für ein Marathon? What? Die Freunde haben noch eine Hand und das bedeutet, dass die Tür aufgeht. Nicht so schnell. Während des Trainings hat Doc das Coach-Schloss vergessen. Tut mir leid, ohne das Schloss geht es nicht. Aber ich sagte, es tut mir leid. Die Zeit wird knapp. Mr. Harm ist bereits in der Turnhalle. Er möchte, dass Rosie und Huggy die Turnhalle aufräumen. Einer schrubbt und der andere singt. Nun, wir haben den Gewinner. Aber das sind noch nicht alle Aufgaben. Rosie muss ihrem Plüschfreund helfen, das Schloss zu finden. Mit verbundenen Augen. Was für eine spannende Mini-Reise. Hm.
Huggy hat sein Ziel erreicht. Harte Landung. Aber das Wichtigste ist, dass er das Schloss gefunden hat. Mission erfüllt. Ruhig, Mami Longlegs kommt. Wo sollen sie sich verstecken? Toll, sie haben es geschafft, wegzulaufen. Und Buff Harm hatte weniger Glück. Toller Wurf. Rosie und Huggy kamen pünktlich. Der Doc tüftelte gerade am Farbcode herum. Der erste Versuch war erfolglos. Aber der Professor gibt nicht auf. Sieht aus, als wäre es zu spät. Mami ist schon im Labor. Vorsichtig! Die Strahlenkanone ist endlich in den Händen eines Profis. Oh, was soll schon passieren? Schon gut. Die Freunde wurden wieder zurückverwandelt. Was machen Sie mit der VHS? Natürlich zerstören wir sie. Wow, ein Konfetti-Feuerwerk. Hey, was ist das für ein verdächtiger Blick? Sieht aus, als wäre das nicht das Ende der Geschichte.